Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft auf der Xbox 360 und ja, heute wird geschlachtet. Klingt fies, ist aber so. Wir machen jetzt Kühe kaputt und machen dann neue Kühe. Also ich mache Kühe kaputt und dann neue Kühe und ihr müsst zugucken und könnt nichts dagegen tun. So sieht's aus. Oh, so eine Spinne, ich dachte schon, da kommt jetzt ein... Ne? Hallo. Was war das denn jetzt? Irgendwo runtergefallen, hat falsch angekriegt? Seltsam. Na gut. Wo wir gerade von Creepern reden. Das gibt's doch nicht. Ach. Scheiß Creeper. So. Nein, bleib hier. Gut, dann eben von hier drin. Zack, zack. Leusch. Das ist die Schlachtecke, das ist gut, hier können sie nicht wegrennen, wenn ich sie haue. Hm. Oh, nächste Kuh da rein. Mehr Fleisch und XP. Eine geht noch. Hat die gar nichts gedroppt? Doch. Ach komm, noch. So. Das dürfte genug sein. Jetzt müssen wir erstmal wieder ein bisschen. Ich glaube jetzt 4 Stück, genau. Gerade Anzahl. 1, 2, 3 und. Schau mal durch, die da hinten muss noch. Hier, so. Macht Babykühe. Das ist schon eine. Und eine zweite. Party. Kann man das direkt nochmal machen? Nein, natürlich nicht. Dauert ein bisschen. Okay, ich habe ja eine. Ich habe mich schon gewundert, warum die hinter mir herlaufen. Ich hatte ja Stroh in der Hand. Da wundert mich nichts mehr. So. Könnt auch mal den ganzen Rest hier machen. Scharfe Scheren und so weiter. Nur 4 Dings. Das ist ja viel, also mit Dings meine ich Leder. Wo ist, hier war doch mal, da, Schere. Und die Ho Ho Ho. Mehr Schafe brauche ich eigentlich nicht, hatte ich ganz kurz überlegt. Kann ich mehr Schafe machen? Lohnt sich das? Will ich das wirklich? Nein. Platsch, in den blöden Buckel gefallen. Ja. Warum gibt es eigentlich für Wolle keine XP? Wahrscheinlich, weil man dann irgendwie voll easy XP-Farm bauen könnte. Nein, was ist das denn? Warum ist hier eigentlich der Boden nicht mehr schön? Wie kommst du denn hier hin? Warum habe ich einen Schaden zugefügt, obwohl es eigentlich gar nicht da war? This makes no sense. Aber damit musste man ja rechnen. Ist ja ein Spiel. Ist hier noch irgendwas drin gelandet? Da hinten Stroh und da hinten sind auch noch Saatkörner. Habe ich den jetzt kaputt gemacht? Nein, zum Glück nicht. Und mir ist gerade eingefallen, ich kann das Ding hier ja mal ein bisschen noch erweitern. Und bis zu 7 oder 8 Blöcke breit geht das ja. Von daher kann man da mal ordentlich ein bisschen... Wurde ich gerade beschossen oder habe ich mir das eingebildet? Ich habe, glaube ich, irgendwas gehört und dachte, es wäre... Beschoss oder Beschiss oder was auch immer. Aber es war nicht so. Das war ein extrem seltsamer Satz. Mancher würde sogar sagen, er war dämlich. Ich würde dazugehören. Ich glaube, ich habe ein paar vergessen, den... So. Ja, komm.
Weil ich gerade noch 28 habe. Zack, 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 zack. Alle? Jawohl, wir haben das Feld bestellt und ich mache jetzt einfach mal einen Rundumschlag hier. Heute wird's nichts mit Nether. Heute gibt's Ernten, Holz hacken und so ein Spaß. Ja, heute wird mal eine produktive Episode. Die ganzen 5 Milliarden Bäume, die ich hier gepflanzt habe, sind mittlerweile auch gut gewachsen. Ich könnte schwören, eine davon ist gerade erst nachgewachsen. Kann mich aber auch vertun. Warte mal. Doch. Ich glaube, der hier. Den gab es vorher noch nicht. Da stand da noch so ein kleiner Setzling. Jetzt ein riesengroßer, schöner Baum. Oh, eine Katze. Ich habe aber schon zwei, die nervig genug sind. Deswegen werde ich die nicht auch noch einfangen. Ständige Miauen. Ein Apfel. Okay, muss mich da irgendwie hochbauen. Habe ich Dreck? Ich habe Dreck. Mein Dreck. Lieblingsdreck. Oh, goddammit. Geht doch. Mehr Holz. Holz für den Holzgott. Für das Chaos. Und so weiter. Wenn ich mit Dawn of War vertraut ist, oder beziehungsweise Warhammer 40k. Wird sich jetzt verwundert am Kopf kratzen und sagen, was hat der denn jetzt für Probleme? Und ich würde es verstehen. Wenn ich nicht selber wüsste, worum es geht, würde ich sagen, was ist das für ein seltsamer Kram, den er da gerade labert? Oh Gott, ich habe jetzt irgendwie gerade so ein bisschen Bock, das hier alles anzuzünden. Einfach so. Und dann die Stümpfe einfach nur noch wegzuhacken. Oh. Hier noch da. Ich habe ein bisschen Angst, dass hier gleich einfach das Blatt unter meinen Füßen weg erodiert. Kluges Wort, ich weiß. Tut mir leid. Ich weiß auch nicht, wo das herkam. Ich glaube, das war's jetzt. Und ich dann in meinen Tod stürze. Mit meinen lächerlichen zwei Herzen. Ein bisschen muss ich auch aufpassen, dass ich nicht gleich verhungere. Aber das sind Probleme, die ein bisschen auf später verschoben werden, wenn dann mein Fleisch durchgedingst ist. Fällt mir ein, warum habe ich eigentlich noch keine Schweine? Also, so gezüchtet mäßig. Ich meine, ich habe Schafe und Kühe, aber noch keine Hühner. Warum habe ich eigentlich keinen Bauernhof? Wir brauchen mehr Bauernhöfe. Warcraft 3, Echtzeitstrategie. So viel Spaß hatte ich noch nie. Jan Hegen. Super Typ. Gamer-Mucke vom Feinsten. Wo? Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich die Idee mit dem Bauernhof. Scheiße, da hinten sind ja noch viel mehr Bäume. Dass ich die Idee mit dem Bauernhof schon mal hatte. Aber ich weiß es nicht mehr. Ich bin ziemlich sicher, dass ich euch die Fragen auch schon mal gestellt habe. Wo würdet ihr den Bauernhof bauen? Hier irgendwo auf dem Boden oder oben auf der Dachterrasse? Und ihr habt alle Dachterrasse gesagt. Bin ich mir beinahe 100% sicher. Das heißt, ich müsste so langsam mal das Haus
aus- und aufbauen. Hallo, kleiner Ocelot. Oder kleine Katze. Wenn man nicht zappt. Und es wird dunkel. Und somit Zeit, nach Hause zu gehen. Da ist noch ein bisschen Holz runtergekommen. Wenn die Nacht vorbei ist, mache ich weiter. Heute wird es nichts mehr mit Nether. Auch vor allem, weil ich schon 10 Minuten jetzt hier drin bin. Schnauze, allesamt. Ich erinnere mich an die eine South Park Folge mit der Katze. Schnauze, Mietz! Ja. Und so. Nom nom nom. Na. Health Regeneration. Activate. Ich regeneriere Lebenspunkte. Irgendwie kriege ich gerade Bock, so einen Bauernhof zu bauen. Also richtig. Mit einem großen Gehege. Schafe mit Unterstand und einer Weide und ja, so einem Kram. Und hier ist irgendwo noch ein Holzblock drin, habe ich das Gefühl. Da! Mehrere! Und hier bestimmt auch irgendwo. Nee, da nicht mehr. Okay. Problem gelöst. Ich bin ein Elefant. Wer kennt eigentlich von euch noch Urmel aus dem Eis? Das ist jetzt eine Frage an die etwas Älteren. Mit etwas meine ich wirklich nur etwas. Beziehungsweise definiere etwas. Ich meine, das war ja meine Jugend und ich rede mir immer gerne ein, ich wäre noch nicht alt, aber bin es dann irgendwie doch schon. Wahrscheinlich wissen heute alle, die mir zugucken, gar nicht mehr, was das für eine Serie war. Oder kennen noch nur noch den, die hier animierte Variante, also Comic. Comic. Nennen wir das Cartoon. Cartoon-Variante. Könnte eine Baumschonung in den Bauernhof einbauen. Richtig schön abgezäunt, Apfelbäume pflanzen, beziehungsweise eine Reihe Tannen, eine Reihe Eichen, eine Reihe Birken und einfach mehrere Reihen Birken. Meine Fresse, wo ist das ganze Holz hier? Da ist noch mehr Holz. Ich glaube, damit habe ich dann erstmal wieder mehr als genug. Aber das habe ich auch schon öfter behauptet. Und es hat jedes Mal nicht eingetroffen. Es hat nicht gestimmt. Ich bin zu doof zum Reden. Viele Bäume habe ich nie gepflanzt. Das ist ja ein ganzer Wald geworden, fast schon. Was ich eigentlich auch nett finde. Und warum nicht, ne? Einfach mal einen Wald pflanzen. Geht hier wesentlich schneller als in echt. Ich meine, wenn Bäume wirklich so schnell wachsen würden, da wäre das mit der Umweltverschmutzung und hier, Ozonschicht. Was wollte ich gerade sagen? Dass irgendwann nicht mehr genug Luft da ist, weil Bäume kaputt und Regenwaldabholzung und so. Das wäre dann kein Problem mehr. Darauf wollte ich hinaus. Wenn man dann immer quasi abholzen, neu machen. Ich meine, das ist ja auch so gängige Taktik, wie ich mir denke. Aber ist eben nicht so einfach wie Minecraft, weil man hier nicht einfach zum Beispiel mit Knochenmehl mal schnell was nachwachsen lassen könnte.
sondern das echt länger dauert. Bin geneigt, dieses Schwein gerade mitzunehmen und zu den Kühen zu sperren, bis ich ein zweites finde. Ich glaube, das werde ich gleich tun. Dann kann ich Schweine züchten. Wie viele Bäume hier sind hier? Also ich stelle mir diese Frage selber. Ich weiß, ihr seid wahrscheinlich auch gerade ein bisschen fasziniert davon, von der Pracht dieser Schweine. Nein. Folge mir. Mir nach, Schwein. Wir gehen nach Hause. Gut gemacht, Schwein. Ich nenne es Babe. In einem Anflug von absoluter Unkreativität. Ein Schweinchen namens, da ist noch Holz drin. Woran ich das weiß, es geht nicht weg. Da ist es. War noch mehr Holz irgendwo? Nein. Sehr gut. Babe, warte. Hier, Babe, mir nach. Braves Schwein. Folge mich, Baby. Muss mal wieder findet Schwein. Nemo gucken. Findet Schwein. Der neue Animationshit von Pixar. Oink, oink. Könnte es auch Oink nennen. Anstatt Schwein. Ich glaube, ich nenne es lieber Schwein. Mir nach, Schwein. Komm hier rein. Freuen Sie dich mit den Kühen an. Alles sehr, sehr nette Tiere. So. Kann man euch mal wieder. Jawohl. Nachwuchs. Wie viele? Gut, 4 Babyschweine. Kühe. Sehr gut. 17 Minuten. Na, da geht noch was. Ich meine, wir kommen zu heute garantiert nicht mehr in den Nether. Aber dann kann ich wenigstens noch ein bisschen Bäume abholzen. Und mir mal anschauen, da oben. Der Dachbauernhof. Schreibt mir bitte in die Kommentare, ob ich das wirklich noch nicht vorgeschlagen habe oder ob ich mir da gerade, ob ich gerade doof bin. Ich meine, das sowieso, aber doof im Sinne von vergesslich. Das auch immer sowieso, aber in diesem speziellen Fall. Und wenn nicht, oder selbst wenn doch, dann schreibt trotzdem nochmal rein, was ihr gerne hättet. Ich will ja nicht einfach irgendwas machen und dann sagen, ihr habt das gesagt, das habe ich mich dran erinnert und dann stimmt es nicht mal. Das wäre ja auch doof. Plack, plack, plack. Unbegrenzter Vorrat an Holz. Habe ich eigentlich mal erklärt, warum ich Holz so gut finde, weil es halt wirklich ein unbegrenztes Material in Minecraft ist. Und dadurch, seit man aus Holzblöcken Holzkohle machen kann, auch Stein eine unbegrenzte Ressource ist. Weil man ja quasi endlos Holz hat und mit Holz kann man ja dann Kohle herstellen. Mit dieser Kohle kann man den Cobblestone zu normalem Stein machen und Cobblestone kann man endlos kriegen, indem man halt, da steht ja noch meine Maschine. Und somit ist quasi normaler Stein eine endlose Ressource. Mehr wollte ich damit nicht sagen. Und ich überlege gerade, ob ich irgendwie noch jetzt, wo ich einen kleinen Baum finde, den ich abholzen kann, damit diese Axt geht. Genau das wollte ich damit erreichen. So. Kann ich hier mal durchgehen? Nach oben? Ey, cool, ist ein Pilz gewachsen. Oder war der davor schon? Egal, nehme ich mit. Noch ein Pilz. Imbissdeutsch. Meine Gedankengänge sind lustig und spontan, wie ich finde. Kennt ihr Imbissbudendeutsch? Beziehungsweise einfach nur Imbissdeutsch. Wenn nicht, einfach mal bei YouTube suchen, ist ein super Video. Das Tollste ist, da wo ich herkomme, reden die Leute wirklich so. So sieht's aus. So, jetzt noch alles wieder ordentlich wegpacken.
Den, da, na. Das, das, das. Graue Wolle, braune Wolle, Weizensamen, Eichensamen, Eichensetzling, weiße Wolle, Beere, Stroh, Sense. Das wär's dann. Und 1, 2, 3, 3,5 Stacks Holz. Da kann man doch mal ordentlich eine nächste Etage bauen. So theoretisch. So. Du mit, dich brauche ich. Und den Rest brauche ich nicht. Was ich ebenfalls nicht brauche, ist der Eimer. Der wird jetzt zu Sicherheitszwängen hier gelagert. Ich weiß, ich könnte das Diamantschwert mitnehmen, um gegen die Blazes anzukommen. Ich glaube, ich save mal die Eisenspitzhacke auch nur für Notfall. Und, ja, einfach ein bisschen abwechseln. Nächste Folge geht's wieder auf nach Narnia in den Wandschrank. Bis dahin, macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao.